Servus beieinander, wir haben noch einen weiteren Cast, diesmal Spieltag 2, Liga 3. An meiner Seite immer noch der einzigartige Feldherr Tobi, schön, dass du dabei bist. Oh, servus miteinander. Diesmal haben wir einen Schrankerl aus der dritten Liga für euch. Schaut euch das mal an. Quasi ein Klassiker, ja. Ja, Niger Delta sind wir da am Start. Das heißt, die Map hat ultra viel Wasser. Wir haben im Norden Wasserbüffel. Beide Spieler gingen auch schon noch. Ich wollte es gerade sagen, ja, da kommt sofort der Hund auf, da kommt sofort die Gartenrikscha auf. Ja, ist jetzt so der Klassiker. Ich meine, Japaner profitieren ein bisschen von den Viechern, also die nehmen es sehr gern mit. Und immer wenn ein Siff sehr von Viecher profitiert, dann möchte man sie eigentlich denyen. Dementsprechend der Spanier. Ah, das schaut gut aus für White Setsu. Hat schon zwei? Hat er schon zwei weggesnackt? Interessanterweise haben wir Hund gegen Gartenrikscha, also keiner geht mit seinem Kundschaft. Ja, und er hat jetzt tatsächlich den dritten auch und der Hund macht ordentlich Schaden gegen die Rikscha. Holy shit. Geleck, die geht drauf, die kommt ja nicht mehr weg. Was soll er machen? Die kann jetzt da oben aufbauen, oder? Aber der kommt ja nicht mehr weg. Damit verliert er dann. What the fuck, Alter? Und dann verliert er die Kuh auch noch. Gut, die andere Kuh kann jetzt abgefangen werden, der andere Wasserbüffel. Wer da abgefangen? Okay, also es wird. Ich pack gar nicht, ey, der. Okay, er baut es tatsächlich auf, aber der Wasserbüffel, ja, ist weg. Ah, den fangen da. Oh, den verliert er wieder. Okay. Aber was sagen wir da? Wahnsinn! Widerstand, ey. Okay, also Gartenrikscha gammelt da drum rum. Es ist ja für einen Japaner. Ist es ja ein Horrorstart. Das ist absolut verheerend. Ich meine, er ist auf die Bären, die es auf der Karten gibt, aber ich meine, die werden auslaufen. Ich meine, oben warten nur Bären, der kann dann auch viel laufen, aber ist ja. Nietzsche. Mhm. Ja, vor allem der Spanier. Waldsetsu mit einem 12-10. Also, das ist natürlich auch interessant. Ich gehe davon aus, dass er das jetzt gemacht hat, weil er den schönen, fetten Schatz gesehen hat. Und ich meine, der ist ja immer oben, der Schatz, der fette Nahrungsschatz. Oder es ist zumindest einer in der Nähe, ein großer Nahrungsschatz. Dementsprechend kann man das gut machen. Einfach 95 Nahrung da. Und da ist nochmal ein fetter Nahrungsschatz. 85 Nahrung nochmal. Ja, das schmeckt schon gut. Ja, der Spanier kannst du ganz easy nehmen. Du hast ja den Hund dabei. Ding ist, so von meiner. Ich bin jetzt kein großer Spanier-Spieler, aber meines Wissens nach ist 12-10 nur die Meter, wenn du auf Piroshiki gehst. Also das. Ah, okay. Ja, ich sag mal, das räudige Age-Up, wo du einfach mit Pikes und Falconelle dann einiges. Also wir haben. Wir waren ja auch sehr beschäftigt, weil die uns so viel Action schon geboten haben, dass wir noch gar nicht ins Decks eingeschaut haben. Wir haben Armada Espanol für die Spanier. Da ist die Kirchenkarte drin. Die Kirchenkarte ist drin, aber er kann auch andere Sachen damit machen. Also er hat ein spanisches Gold mit dabei, er hat ein wunderbares Jahr mit dabei. Schauen wir mal. Und ich meine, er hat es ja gesehen, was für ein Horrorstadt das Janosch hat. Er weiß ja, dass die Kirschgärten. Ja, eigentlich, was macht man da am besten? Ich meine, du weißt, dass die auslaufen. Das heißt, eigentlich spürst du eher auf Zeit. Das heißt, du weißt, also eigentlich keine Wirtschaft geht dann, oder? Er weiß ja, dass der Japaner irgendwann demnächst wahnsinnig Probleme mit Ressourcen haben wird. Weiß nicht, ob ich da jetzt dazu extra meine Strategie drauf ändern darf, unbedingt. Ich meine, du kannst. Egal welche Strategie du als Spanier spielst, du wirst immer davon profitieren, dass die Typen da drum schreien. Das stimmt allerdings, ja. Auf der anderen Seite haben wir Versus White von Janosch, das Deck. Und er hat noch kein. Ach doch, er hat einmal die Fischerboote durchgeschickt. Jetzt habe ich schon gewundert, dass da noch keine Karten geschickt worden ist. Aber keine 5 Ashigarus im Deck finde ich schon hart. Also das ist schon riskant. Wow, ja. Keine 5 Ashis mitnehmen. Beide Upgrades drin für Yumi und für Ashis, aber. Dafür muss der welche am Feld haben immer. Das mit die Upgrades ist so eine Sache immer, das muss sich jeder mal überlegen. Du hast da Upgrade, was macht das? 15%. Du musst da erst einmal so. Ich finde Upgrades so useless die meiste Zeit, bin ich ganz im ehrlich. Im 1 also gegen 1. Du musst da erst einmal, also was kannst du schicken? 5 Ashis kannst du schicken. Du musst erst einmal so viele Ashis am Feld haben, dass 15% mehr als 5 Ashis haben, die du dir schickst. Ja, das ist das Entscheidende. Vor allem sind hier nur Schaden. Ja? Okay. Das ist ja eine Nähe bei Kampfkraft dabei. Jetzt habe ich jetzt gerade mein erstes Shipment warten Kirschgärten gewesen. Nein, es sind 5 Schreine, okay. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Turm in Base, was jetzt gut auf der Map ist man sehr nah beieinander, aber spricht eigentlich eher jetzt nicht für Piroshiki da. Oh. Oder?
Doch, schau mal, er hackt. Er hackt wie verrückt. Das wird Pyrositi wahrscheinlich werden, ja. Ach so, da, wie am Holz. Brauchst du es dann für die. Genau, okay, ja. Mhm. Verstehe. Jetzt. Also, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, weil der Oberfeldwebel Hand die Pikes, oder? Das ist keine Pikes, okay. Weitset okay, okay. Play am Start. Da wird. Aha. Ein Samurai haut auf den Handelsposten drauf, aber der wird den so lang wird das Spiel möglicherweise gar nicht gehen, bis der Handelsposten eingerissen ist. ja, das ist sogar möglich, mein Lieber. Das ist also er haut aber, er müsste aber jetzt einmal, er müsste aber jetzt die Kirchenkarte mal durchdrücken dann. Also, er hat noch Zeit. Hart. Ich weiß halt nicht, was ein Japaner, weil das Matchup ist eh schon packe. Ich weiß nicht, was Janusz jetzt einer ohne Kirschgärten, was er einfach gegen Pyrrhoshi gemacht hat. Ich hab wirklich keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, wie du das als Japaner findest. Machen wir mal allgemein, welche Einheiten möchtest du im Idealfall gegen Pyrrhoshi haben? Weil das ist also eine Frage, die ich immer oft stelle. Ich darf persönlich sagen, wenn du eine H2 gut Einheit hast, ist es nicht schlecht, wenn du damit kiten kannst. Ja, safe. Vor allem irgendwie, also ich habe es am besten verteidigt gekriegt bis jetzt immer mit dem Äthiopia Conquistadoren Shipment, genau. Mhm. Ja, das ist natürlich das Beste. Aber was möchtest du, also wenn du keine Guns hast, was möchtest du dann haben dagegen? Ich glaube, muss kann das also es geht der Siedler da auf. Also, der Ashi Rage holt sich dann gerne den zweiten Siedler. Oha, der zweite. Was machst du denn da? Es fühlt sich ein bisschen zu sicher, aber es kommen Hunde von oben runter. Und dann geht drei Siedler! Neue Siedler! Noch! Neun Siedler! Krass, krass! Also der hat überhaupt nichts nachgebaut in der Zeit, ja. Ja, er hat gerade 20 Siedler, glaube ich, gebaut. Jetzt kommt jetzt die Kirchengarde hätte er auch schon früher schicken können, weil er verliert jetzt ein bisschen Tempo, ne? Okay, ich hab nichts gesagt, weil jetzt setzt er auf einmal in einem riesigen Problem, weil er hat das Holz nicht! Er hat das Holz nicht! Und mit 7 Zieler brauchst du Ewigkeit, bis du irgendwann mal 1000 Holz hast. Also ich meine, heute ist ein Falconette, ja, aber ich meine, es ist ein... Naja. Also okay, ich meine, es wird kämpfen, aber schau mal, wie lange das jetzt dauert. Ja, das dauert ewig. Also so ist das Pyrrhoshi nicht geplant. Ich meine, er reißt das Schreinei, schön und gut, und ihr weiß nur, dass das mit den Kirschgärten ein Problem ist, und jetzt kommt Brust- und Rückenpanzer durch. Ja. Wobei, das möchtest du eigentlich auch drauf haben, wenn deine Hellebardiere schon vorhanden haben, weil die werden ja langsamer dadurch, ne? Ja, aber das mit dem Semi-FF ist schon. Du willst nicht in der Situation ins dritte gehen, als Japaner. Pump bitte einfach Einheiten. Bitte geht's nicht ins dritte, sondern pump Einheiten, was du kannst. Also er hat am Feld. Aschis, bitte. Ja, Aschis, 5 Aschis hat er am Feld. Ha! Kackendreist sagt er, du gehst in My Base, ja, dann geh ich wieder raiden. Und es kann halt auch noch funktionieren, weil er ihm wieder das Holz denied jetzt dann. Nein, White setzen kannst du immer noch nicht. Ja, und er hat halt 5 Aschis in der Base stehen und da geht wieder Siedler drauf. Ja, also Alter, das ist Vorgehen geht drauf. Er ist wieder bei 9. Ja, das ist so gut, Alter. Meine Fresse. Aber hat er die Falks dafür in der Base und hat er nichts da dagegen. Und jetzt käme ein Glärlenzer raus dann. Aber trotz. Alter! Wie viel? 8 Siedler! Ja, und er hat. Ah, oh, es fällt 50 heute und er muss alle Siedler einschicken. Okay. Aber was macht Janusz jetzt? Er geht ins Age-Up, okay. Was macht der Golden Pavillon? Oh. Da kriegst du Yumis, aber. Ja, Janusz wirft das Spiel weg, er investiert 2000 Ressourcen in der Age-Up, ist er mit drin. Na, oh Gott. Oh na. Also immerhin geht sein Age-Up nicht flöten, wenn es TC drauf geht, aber. Ja, hey, aber okay, er geht mit die Siedler. Die Siedler boxen jetzt da tatsächlich das Falk down. Boah, starker Play. Boah, jetzt so reagiert nicht rechtzeitig, da geht der Falk also, down. Und jetzt da müsste er eigentlich nur Siedler einziehen und halt aufs Falk draufbolzen mit dem TC wieder. Das kann. Es ist noch nicht. Also, er ist im Punktvorsprung, es ist noch nicht vorbei. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, das ist TC schon. Oh, jetzt können wir halt die Helvetiere dann doch ausbringen. Ja, früher oder später und ich meine. Jetzt hat er halt. Sagen wir es mal positiv für Janusz, er hat den Vorteil, dass seine Kirschgärten nicht in der Base stehen, wo der Gegner ist jetzt, oder? Warte mal, das stimmt? Holy shit, das ist gut, dass die Kirschgärten. Das ist halt tatsächlich jetzt im Endeffekt noch gut. Ich fuck's nicht. Aber was passiert jetzt mit dem Age-Up? Er hat jetzt keinen Shipment-Point, das heißt, er kriegt jetzt die Yumis nicht aus, oder? Ja, der Shipment-Point tut weh. Der tut gescheit weh, ja. Was können ein Japaner das am schnellsten einen Shipment Point bauen? Muss eine Burg bauen, oder?
Ja, Burg. Burg. Ah, nein, die Kim. Nein, doch nicht. Okay, mit der Schneide. Oh Gott, schickt denn nicht zwei Schiffe? Was wird denn das jetzt? Hä? Ja, ja, es sind nur zwei Schiffe einfach im Wasser. Ja. Also ich meine, er hätte einen Sammelpunkt vorne zu seinen Kirschketten aufsetzen können und dann die Schiffe die Kirschketten beschützen können. Okay. Schau mal, Schiffe vielleicht übervorschnell, damit kann er nämlich die Ziele jetzt ein bisschen retten und die Wasser aufs Korn nehmen. Janosch, du warst natürlich wieder on top. My bad, ja. My bad. Aber jetzt kämen sogar nochmal Schiffe, interessant, ja. Aber wo schickt er die hier? Ah, unten hier, oder? Achso, Schiffe kannst du schicken, weil das Wasserschiff mit Freunden. Ja, klar. Und du kannst ihn aber heute halt auch in die kleinen Dinger eine schicken oben, ne? Ja, aber, na, das geht jetzt nicht, aber. Ich sehe jetzt nicht, was er unten mehrere Schiffe jetzt noch bringen. Ja, das stimmt auch. Ja, okay. Einfach nicht die Schiffe schicken. Ja, einfach nicht schicken, aber nein, genau. Einfach, ich meine, wie viel kostet eine Burg? 250 oder so, oder? Ich halte jetzt beieinander da. Ja, aber die kostet auch 50 Gold. Achso, ja, die kostet auch 50 Gold. Oh, oh. Ja. Schreine auf Gold stellen? Schau mal, Jan, weil jetzt ja. Mit doppelte Punkte, das kannst du ja, nicht geben, Alter. Das ist jetzt da. War schon ganz schön gut, das Spiel jetzt, oder? Das Konsulat ist jetzt auch down. Ah, okay, es kommt tatsächlich Fregatte. Ja, die Fregatte hat keine guten Zeiten dazu zumindest. Ja, gut, was war denn das? Fune, oder? Ist weg. Aber. Ja. Aber trotzdem, ja, gut, okay. Aber zwei hat er gewonnen. Okay, er möchte keine Burg bauen, er möchte einfach TC bauen, oder? Also, das ist ja mal extrem gierig. Also, oder? Jetzt baut er doch. Der TC, okay, ja. Und damit sind dann doch die Kirschgärten wieder beim TC. Okay, jetzt kommt das GG. Okay, ja. Und. Okay. Also, das ist ein verdammt weirdes Game, Gwen. Also, ja. Mega Spaß macht zum Ganzen. Ja, von Anfang an. Von Anfang an Action. Ja. Echt richtig geil. Ja, voll. Und das Ding ist einfach, weil jetzt setzt du mit. Ja, immer noch. Der baut Concealer. Er hat 8 Siedler am Start. Und damit habe ich jetzt gar nicht mehr aufpasst, er hat tatsächlich 8 Siedler. Naja, spanische Shipments halt einfach. Also Janosch hat halt das Ding. Also wirklich mal Props an Janosch, der hat das irgendwie so geil gespielt mit seinen Ashis und Raiding und alles und das Semi-FF. Aber genau das Semi-FF war dann leider die falsche Entscheidung. Einfach 2 die Kaserne und Ashis. Ja. Das war der Play gewesen. Dann hätte das Ding. Er hätte echt damit, noch. Er hätte, vor allem mit seinen. Ich möchte nicht sagen easy, aber er hätte. Nein, er hätte eine Chance gehabt. Er hätte eine gute Chance dann gehabt. Dann hätte. Wunder. Wenn er an dem Punkt, da wo er mit den Siedler rauspoppt ist, als erstes nur mit 5 rauspoppt, der hätte dahinter einfach noch welche dazu ziehen können und einfach die Falks, das war so ein guter Play, die Falks down zu hauen. Mit mehreren Siedler hätte er das zweite auch noch geschafft. Und wenn er dann halt dahinter halt irgendwie 20 Aschis oder so gehabt hätte. Hätte er es nochmal zurück, hätte er das CC nicht verloren, hätte er es nochmal zurück pushen können, möglicherweise. Ja, aber sogar ziemlich sicher. Also, ja. Janosch, weil jetzt hättest du ja gefailed as fuck, also das war ja echt kein gutes Hiroshiki, aber es hat halt funktioniert, weil Janosch einfach ins Age gefangen ist. Ja. Alles klar, gehen wir ins zweite. Mhm. Da sind wir wieder da in Spiel 2 von Janosch gegen Waizetsu. Haben wir gerade schon gesagt, Waizetsu hat sein Main auspackt. Ich weiß gar nicht, was Janosch seine Mains sind. Also Briten kehrt dazu, wenn man nicht weiß. Okay, okay, gut. Ja. Also es kann sogar Briten-Japaner sein, aber nageln wir nicht drauf fest. Da hat auf jeden Fall irgendwie Zusammenpassen, genau. Hausboom-Surfs, die gern mit Musketiere und Bogenschützen spielen. Ja. Voll. Ich gerade mal so als kuriose Frage, wenn Briten dann natürlich schon genervt worden, ist die stärkste 1 gegen 1 Strategie für die Briten gerade wirklich die GMT-Build? Nein, definitiv. Also das ich eigentlich als einzige Build oder die ganze echt? Zeit. Also es ist halt einfach wahnsinnig witzig und hat halt einen gewissen Neuheitswert und es kam halt viel Leute Bock drauf und es ist ja stark. Ich habe tatsächlich auf der Ladder in einem Briten Mirror damit gewungen. Einfach weil es den Briten und so eiskalt damit erwischt, wenn du da auf einmal mit der Blackwatch drin stehst. Ja. Ich darf eigentlich behaupten, dass es viable ist. Ja, aber das Stärkste ist es nicht. Also es ist eine gute, gute Strategie, aber es ist nicht das Stärkste, meine ich. Mhm. Okay. Ja, schauen wir mal, was Janosch so spielen wird, weil
Weil jetzt zuerst einmal mit dem Start mit dem Handelsposten und den Teeblättern, Teeexport. Mhm, was ja der Standardstart ist mittlerweile. Also ja. Ich mag Chinesen an sich selber enjoyen, nicht so zum Spielen, aber wenn es enjoyen da, dann war das auf jeden Fall eine von meinen Lieblingskarten, weil das Konsulat ist schon ein geiles Gebäude und mit der Karten, ja, kriegst du gleich mal einen, du kriegst ein Drittel vom Export und ja, ist einfach mega. Ah, aber okay, ja. Die Sache ist, die stimmt, ich habe von Janosch Tag 1 auch schon gecastet und da hat er tatsächlich auch das GMT-Bild gespielt. Mhm. Was auf der Map natürlich, ja doch, es ist eigentlich ganz cool auf der Map, weil ich meine, du besetzt automatisch die anderen zwei TPs dann. Und zwar zu einer Zeit, wo der André nicht contesten kann eigentlich. Wenn er nicht ja, gerade genau. USA, aber auf der, es war ein bisschen saudum, USA mit chinesischer Einwanderung auf der Map zu spielen, aber genau, also ich wüsste halt nicht, wie man das contesten soll dann. Allerdings haben wir mir die drei Siedler und keinen Handelsposten. Ja, okay, er hat ein Deck. Das ist das Gute an der BO, weil ich habe ja auch ein totales Fake-Deck eigentlich gemacht, mit dem eigentlich Wasserboom erwarten hätte können. Du brauchst nicht viele Karten und die Bock kannst immer noch zu einem anderen Deck dazu batschen, sodass du eigentlich alles spielen kannst damit. Ey, wenn ich das schon wieder sehe, ja, dann ist einfach das halbe Deck besteht aus Upgrades, Alter. Aber ich bin wirklich ein großer Fan von Upgrades im 1 gegen 1 Decks. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich jemals Upgrades brauche. Upgrades sind halt einfach Late Games eher, wenn du eine große Masse draußen hast. Du musst aber erstmal hinkommen, das ist immer die Sache. Ich meine, er hat ja auch Ding, Königliche Müllsanstalt und Kühltechnik. Also, es ist ein Deck, mit dem man auf jeden Fall Late Games spielen kann. Ja. Ja, also mit dem Deck wärst du jedes Late Game Winner, würde mir eigentlich sehen. Ja, auf der anderen Seite. Also, wenn man wirklich in Super Late Game gingen. Ja. Die Sache ist, du spielst zwar auch nicht wirklich Chinesen, aber du kennst dich wahrscheinlich trotzdem besser aus. Ich meine, so ein paar Sachen sind wir auch Begriff, aber. Kennen wir mit jeder Sache aus. Ja. Das ist. Also, ich würde sagen, es ist auch ein Standard-Deck, oder? So wie es mir ausschaut, haben irgendwelche besonderen Sachen drin. Ja, ich meine, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, aber das schaut noch einen guten Deck aus. Steppenreiter machen mehr Schaden. Okay, interessant. Ja, wir schauen mal, weil White Setze entscheidet sich mit dem Age-Up mit dem Porzellanturm. Das ist auch was Neueres, was ja, man macht man mittlerweile gerne, ja, genau. Ja, ich meine, kann man sicherlich machen, weil jetzt der Sommerpalast ja nicht mehr so stark ist. Und das andere wundert jetzt mal irgendwie broken, weil es an nicht mehr so stark. Also du hast verschiedene Optionen, die alle irgendwie viable sind. Also klar, Porzellanturm, aber deine Fabrik in H2 hingestellt. Porzellanturm, mal eine Frage. Wie viel das der liefert, hängt der davon ab, in welcher Age du mit ihm gehst, oder? Ja, genau. Aber wenn ich jetzt dann danach ins H3 gehe, wird er dann abgegradet? Oder bleibt der auf dem? Ich denke nicht. Okay. Denk nicht, dass der abgegradet wird, ja. Dann ist ja tatsächlich eine Überlegung eben, dann ist da ein gewisser Trade-off, weil wenn du ins FF gehst und das dann quasi ins Dritte gehst, dann ist er stärker. Genau, deswegen darf ich persönlich niemals mit dem Porzellan für ins Zone gehen, weil einfach ich keinen direkten Bonus habe. Ich kriege keine Ressourcen vom H-Sharp und sonst nichts. Dementsprechend war es ja eigentlich stärker. Also wenn, dann halt für H2-Play eigentlich, ne? Weil wenn ich eh ins Dritte möchte, dann möchte ich ihn ja eigentlich dann haben. Ne? Genau, also für den H2-Play ist er auf, also wenn du mit Porzellanturm gehst, dann war halt schon der H2-Play am besten. Ja. Und das macht er auch, schau mal, wir haben eine Kriegsakademie, wir haben einen Marktplatz gleich mal, wir haben die dabei, die Deutschen, und das ist natürlich geil, ja. Ja, die Deutschen sind H2-Play, weil da deine Armeen billiger wären und du die trickelst durch. Das sind alles so Infos, die ich nicht habe, ja, okay. Ja, genau, deswegen bist du ja mit dem absoluten Chinesen-Pro da. Ja, Upgrades gehen wir durch. Die Trickle, die durchkommen. Jawohl. Und ganzen Trickle-Dinger und billigere Armeen, das ist halt beides sehr gut, wenn du H2-Play machen möchtest. Was haben wir auf der anderen Seite? Was wird das? Kommt der Kaserne raus? Ja, das schaut ein wenig wild aus. Er ist mit den zwei Siedler und Kühe geaged. Das ist Ball, also Balls hat er auf jeden Fall der gute Janosch. Das wäre der FF, da kommt jetzt dann 700 Gold. Also das wäre das gierigste und unsicherste FF aller Zeiten, ja, was ich bei Briefen gesehen habe. Ja, ich meine, auf der anderen Seite kommt der zweite Kriegsakademie raus. Ja, okay. Aber es hat... Hä? Doch kein FF. Es kommen Double Rex Musketiere raus. Okay. Ja, okay, dann macht das Age ein bisschen mehr Sinn. Aber das ist allen in Ordnung. Ja, dann macht es mehr Sinn, ja.
Also beide Spieler gingen jetzt erstmal auf Edge 2 Play. Und White Setsu macht tatsächlich, dass er ein bisschen ein Build, den ich früher mal eine Zeit lang ein bisschen enjoyed habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum er sich Steppenreiter schickt, weil wenn du zwei Akademien baust, dann willst du nur Ressourcen schicken, damit du die da irgendwie ja, eigentlich schon nicht, nutzen ja. kannst. Aber ja, egal. Bringt trotzdem raus, ja. Auf jeden Fall. Er das, bringt gut aus. Ja. Produzieren trotzdem beide und ja, dann hat er ordentliche Masse. Jetzt bin ich dann echt gespannt. Freut sich anscheinend die Handelsroute an dahinter, so wie es ausschaut. Ah, ja. Oder also zumindest hat er den zweiten Post geholt. Ja, ja, irgendwann hat es dann auch, ich halt nur kurz trickelt, dass er das jetzt irgendwann jetzt dann nochmal dazwischen sneaken kann, den dritten. Ja. Ist er unterwegs? Er holt ihn, glaube ich. Und RIP Queen Elizabeth wird jetzt dann gleich RIP sein. Definitiv, aber dadurch, also die Elisabeth hat gute Arbeit geleistet. Ja, aber er sieht das was kind, ja. Genau, was am Start ist. Ja, genau. Andererseits macht Wang Yeping auch gute Arbeit, weil er sieht nämlich die Siedler. Oh, und er hat ja Steppenreiter gut, ja. Am Feld. Also ich schätze mir, dass die jetzt. Ah, nein, die laufen gerade auf der anderen Seite. Ja, noch. Die sind gerade auf der anderen Seite. Ah, so, okay, ja. Gut, ich aber. Ich hatte jetzt den Podcast schon enjoyed, tatsächlich. Krass halt, wir haben halt, das ist halt auf dem Level einfach schon wieder. Janosch hat anscheinend gesehen, dass der Kundschafter da ist, denkt sie, oh, da kommen vielleicht Steppenreiter und schickt seine Musketiere auf die andere Seite um. Da war ich, kommen die Steppenreiter von der anderen Seite rein. Ja, krass, okay. Ja, und jetzt kommt der Push von White Setsu. Ich meine, da gingen. Da, oh, da gingen Siedler drauf. Doch, da gingen Siedler drauf. Hinten stehen aber, ja. Genau, ja. Mhm. Und jetzt, gut, jetzt kommt halt von hinten, die Musketiere kommen jetzt von hinten rein dann. Das ist halt der krasse Musketier, also ja. Da ist Janosch richtiger Musketierböller. Ey, das gefällt mir halt. Das. Schau ich mal jetzt mal genauer, vielleicht habe ich dann nochmal eine zweite Variante, wie man Briten springen kann. Naja, ich meine, das ist halt einfach nur ganz normaler Briten-Dings, den du. Ich habe mich halt kaum mit Briten beschäftigt bis jetzt, oder? Ja. Aber. Ja. Also, es ist nicht die krasseste Neuheit ever, aber es ist ein solider BO von Janosch. Ja, jetzt hat er nochmal schnell geplänkelt und dadurch kriegt er jetzt aber wieder ins Näher. Ich finde es so gut, dass er da mit der Bombenmusketiere im Nahkampf aber ist. Ist so eigentlich aber eigentlich ist dann schneller. Ja, ist dann schnell, aber nicht, wenn er schießt. Also, er hat vorhin nochmal einen Schuss abgesetzt, aber jetzt geht er weg, okay, ja. Und jetzt haben wir Ajab vom Chinesen mit der Konfuzianischen Akademie, ja. Dann okay. Man. Ja, dann kämen quasi fliegende Krähen mit dazu und ja. Und bei Janosch kämen Upgrades. Na gut, 15% auf diese Musketiermasse, siege ich dann schon, dass mehrere haben wir 6 Musketiere. Genau, also in so einer Situation kannst du dir Musketierangriff schicken, ja genau. Wobei, jetzt warte mal, 430 geht. Vor allem, wenn du planst, erst einmal ins nächste zum geht, sondern in H2 bleibst, dann ist so eine Karte gut, ja. Also wir sehen ja, der kann das auch nicht reden. Mhm. Stimmt nicht, die hat immer noch nicht gut. Das sind 35, 15% der 35 ist immer noch weniger als 6 Musketiere, oder? Ja, ist schon. Aber immerhin, ich meine, es ist natürlich in so einer Situation trotzdem gut, weil jetzt die 6 Musketiere gleich vorne an der Front reisen. Das stimmt, ich wollte es nur nochmal verdeutlichen für die Leute, die das vielleicht schauen, die einfach, also bis zu Upgrades tatsächlich gut haben, dauert es echt lang. Ich meine, du musst dafür, weiß ich nicht, 40, 45 Musketiere im Feld haben oder so, dann, damit sich das rentiert. Ja, richtig. Also, völlig richtig. Upgrades werden meiner Meinung nach maßlos überschätzt. Ja, brutal überschätzt, ja. Aber in dem Fall ist es gut. Also, Janosch, die hat eine gute Entscheidung, da Upgrade durchzudrücken für die Musketiere. Ja. Weil das einfach eine gute Masse ist. Weil das ist direkt im Kampf. Und es macht natürlich, wenn man jetzt anschaut, wie viele Musketiere aus der Low haben, jeder, der halt einfach nur. Eine Salve mehr überlebt und dann nochmal einen Schuss mehr rausbringt, das macht natürlich auch was aus. Und er hat es ordentlich Siedler. Aber Siedler. Wir haben das Age-Up, wir haben die Minutemen das Timing. Also Jan, White Setsu kriegt das Ding verteidigt. Und allerdings, er hat. Wenn er drüber denkt, kann er snaren. Ja, macht er. Oder ja, er kommt nicht nachher. Nur snare. Er kommt trotzdem nicht nachher. Ja. Und da verpasst. Nein, verpasst er nicht. Ich wollte gerade sagen, er verpasst ein Badge vom Musketiere Janosch, aber hat er nicht verpasst. Er hat immer ins. Steppenreiter, by the way, am Raiden, also beide gut am Multitasken. Janosch verteidigt das Ganze. Janosch zückt sie aus und das Ganze, die Situation gefällt mir super gut für Janosch. Er hat die solide Eco, und er hat eine gute Masse. Und was er jetzt dazu macht, sind Husare. Und damit ist seine Komposition halt auch einigermaßen rund. Es ist jetzt. Ich weiß nicht, ob ich nicht der Age-Chapter mehr enjoyen würde, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber vielleicht ist es sogar besser, da auf Masse zu gehen. Die Sache ist, ich glaube halt,
Also, was ist das Gefährliche vom Age-Up? Also vom Age-3, vom Chinesen? Ich meine, er hat Artillerie am Feld. Aber Chinesen ist ja dafür bekannt, dass er nicht wahnsinnig starke Antikaff hat. Das heißt, das ist da zu meinem Gedankengang. Wenn du jetzt Husari dazu hast, kannst du eventuell dann die Artillerie leicht raussnipen und dann mit der Masse, ich meine, wenn du die das alles in Masse steckst, was du dann sonst ins Age-Up stecken hast. Ja, wobei der Score sagt. Ah. Ja, das Score ist gar nicht mal so gut für Janosch, das stimmt schon. Hä? Das Ding ist, er hat ja da 10 Siedler oder 12 sogar vorne an der Front handen, was halt super geil ist. Er darf den Kampf einfach nicht verlieren davon. Nein, und vor allem, geh nicht rein, Janosch, bitte, das ist nicht kein guter Zeitpunkt. Jetzt brauchst du mehr Hust. Das sind alles Akkubusierer und Blinkler, gell? Ja. Ja. Also es ist ein Haufen... Okay, wir fangen bei den Basics an, ne? Ja, und Zhang Dao, okay. Aber Zhang Dao hat einen Nahkampf. Ah, also die haben da sind jetzt keine Fernkampf-Antikraft dabei. Oh, da laufen die... Kaff, okay. Oh, Kaffkampf? Nein, doch nicht. Laufen aneinander vorbei, haben keinen Bock auf den Kampf. Ja, die Zhang Dao werden rübergezogen. Jetzt kommt der Kaff-Upgrade. Ja, das ist halt auch wieder, also... Yes. Ja, bis sie das rentiert. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob sie dann... Aber Zhang Dao ist der fast trotzdem nicht kämpfen. Ja, und... Was haben wir jetzt da? Also wir haben auf jeden Fall ein Dorfzentrum, kommt hoch, links für Waizetsu. Ja, interessant, okay, er spielt das Ganze ein bisschen... warte mal. Waizetsu 18 Siedler, holy shit. Er hat einiges verloren. Er hat vorhin, da wo die Musketiere drin schon haben, hat er einiges verloren. Ich meine, er hat nur einige Trickle mit dabei, so. Aber klar, auf der anderen Seite haben wir 36 Siedler. Also und dann ist das TC meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Ja, vor allem ist es eine Fehlentscheidung, dass er... Es war, also ich muss jetzt das TC muss er löschen, weil er hat jetzt heute auch noch Bescheid gesagt, dass er da drüben ist, weil er die Siedler angegriffen hat. Ja. Jetzt kommt der Intervention. Bei einem One-Ninja King willst im Kampf haben mit seinen 1000 HP, ja. Und der TC down lassen. Er versteckt ihn aber gut. Ja, da wird er entdeckt. Da wird er entdeckt und das ist bitter jetzt, oder? Was jetzt sonst noch irgendwo was? Muss man aufpassen, weil die Mann haben ganz schön Multitasken da. Ja, Janosch geht jetzt ins Age-Up, also die Ecke ist sehr gut von Janosch. Abenteurer waren Longbows. Allerdings werden die Husse irgendwie gecleant, what the fuck? Ich hab einen Moment nicht geschaut. Ja, es waren plus 3. Das waren plus 3. Ach so, die anderen haben überzogen. Okay. Er darf jetzt aber trotzdem mal dann das TC löschen. Oder? Ich meine, dann baust halt woanders hier, oder? Er möchte unbedingt den Platz haben. Okay, er kämpft sich tatsächlich den TC-Platz. Ja gut, er macht damit halt da dicht. Ja, das ist einfach eine Fehlentscheidung, jetzt auf Eco zu umgehen. Also pusht halt einfach. Ja. Er ist halt massiv eigentlich im Score von und dementsprechend eigentlich muss er, kann er damit rennen, dass er von der... Also er weiß ja, wie viel Sieder das er hat. Das dementsprechend kann er eigentlich davon ausgehen, dass er halt mit dem Militär vorgeht. Ja, er spielt gegen Briten so. Also, ja. Ich meine, weil wenn er jetzt pushen darf, dann hätte er nicht mal schlechte Chancen. Aber er muss sich den Score anschauen, sagt, oh, ich bin vorhanden, obwohl ich so wenig Siedler habe. Dementsprechend muss ich ein massiv überlegenes Militär haben. Eigentlich. Ja. Er wartet, glaube ich, nur ein bisschen auf Artillerie oder so. Oder, weiß es gar nicht. Aber wenn ich fairerweise selber den Score nicht ganz verstehe, warum er jetzt so weit vorne ist. Ich glaube einfach die Masse. Jetzt schauen wir mal. Haben wir da 30 Akkubusiere, 4 Chukunu, 6 Jünger, 3 Zhang Dao, 5 Missionäre, 5 Steppenreiter, 22 disziplinierte Zhang Dao, 2 Händler hat er mit dabei, fliegende Grä. Das haben wir auf der anderen Seite. 12 Huss, 27 Muss. Ist jetzt nicht nix, aber. Und jetzt kommen Longbow. Nein, es war 2er Batch, okay. Oh, das TC gehen in den T. Oh, das ist bitter. Ja. Und nur bitterer, dass der Kundschaft jetzt drauf geht, den er jetzt eigentlich braucht, weil jetzt war der Zeitpunkt, er hat gesehen, der andere aged, na, dann jetzt eine. Mir gefällt gut, dass sich Janosch zurückzieht, erst einmal, weil er zuerst mal die Upgrades durchballern will. Ja, und dazu auch noch. Muss er aber auch noch upgraden, also das, achso, macht er gerade schon. Aber dann die Musketiere. Musketiere-Upgrade war eigentlich das Wichtigste jetzt, oder? Nein, Hust ist schon wichtiger, aber Musketiere. Stimmt, in dem Kampf gegen Chinesen ist dann tatsächlich Husari wichtiger, stimmt. Jetzt muss aber auf Kampfkraft anwarten. Kavallerie Kampfkraft muss ich dann abwarten, ne? Musketier-Veteranen waren schon geil, Alter. Vor allem heute schnell Marktplatz, zack, zack. Welche Ressourcen, Alter, ihr macht. Hat er gemacht, glaube ich. Hat er gemacht.
Ich bin ein bisschen biased gerade. Okay, White Zetsu ist jetzt gut am Spammen. Also der haut sich gut Armeen dahinter durch. Was ich ein bisschen ignoriert habe, ist, dass er natürlich noch die ganzen Trickel hat von seinem Turm und ja, genau. Von so lang. Also ganz so schlecht ist der Ico dann doch nicht, nämlich, ja. Jetzt reißt er aber Männerhäuser ein und wird sich wahrscheinlich den Handelsposten unten, ne? Geht jetzt aus, sie, okay. Oh, schau mal. Achso, na, Gegenpush. Die Hus rennen einfach in die Base und gingen raiden. Interessant. Oh, und es funktioniert auch, weil da werden jetzt wieder Siedler gekriegt. Und Jana, White Zetsu hat so wenig Siedler, dass das richtig weh tut. Ja, das ist eine schöne Entscheidung von Janosch. Wow. Also echt gut. Echt gute Awareness. Ja? Ich weiß, er kann den Kampf nehmen. Kann er nehmen eigentlich. Einfach eine und drin bleiben. Weil ich meine, das sind. Veterane-Husare mit dann Kampfkraft dann drauf. Das ist für geile Anti-Kaff. Also 2,25 gegen Kaff ist jetzt nicht ja, viel. Und halt, wie gesagt, also doppelt abgegradete Husare. Ne? Kampfkraft ist ja schon drauf. Ja, stimmt. Also das ist dann gut, die Husare. Aber jetzt hat er da, schauen wir mal schnell. 27 Veteranen-Musketiere, die Langbogenschützen sind nicht Veteranen, das braucht er jetzt glaube ich auch noch nicht so wichtig. Ja, Janosch steppt der Wengel. Also der hat jetzt sehr wohl noch. Er müsste jetzt unbedingt. Ich weiß nicht, ob. Ich habe jetzt auch zu wenig Erfahrung, ob jetzt der Longbows der Play haben oder ob er jetzt nicht einfach schauen darf, dass er wieder. Ja, noch mehrere Husare rausbringt oder. Einfach weiter muss Kuss. Ja, ich meine, ein paar Longbows mitmixen. Ein paar mit dabei ist ganz nett, aber, ja, aber. Dann müsste der die halt wieder upgraden, was halt wieder genau, nervig ist. Genau, wenn man sich rentiert, muss man es upgraden, ja. Ich meine, er kann jetzt wieder Männerhäuser bauen, das heißt, er kriegt nur einen weiteren Ecolit. 18 zu 39. Oh, jetzt kämen wir einen Mannschuss durch und das ist ein Game Changer für White Zetsu. Ja, weil das ist eigentlich das eine Timing, wo, also das eine Shipment, wo Chinesen auf einmal dann gute Antika vom Feld haben. Also die Mannschuss sind einfach insane. Britische Expeditionskompanie dazu? Ich kann mich erinnern tatsächlich an ein Spiel, das war doch schon ganz lang her, wie ich wirklich noch nicht so viel Erfahrung gehabt habe. Habe ich Deutsche gespielt gegen Chinesen und dann waren da auf einmal, also ich habe schon gewundert gehabt. Und dann ich muss sie kurz unterbrechen, schau mal links. Okay. Never mind. Oh, da gingen Siedler drauf. Okay. Und wenn er es richtig macht, dann gehen da früh drauf. Ja, die Steppenreiter, der muss tatsächlich dann, das ist die Frage, ob man so viel Vicrom möchte oder ob man die APM woanders hernimmt. Aber gut, er hat drauf geschaut und zeigt es gleich wieder raus. Hat zwei Siedler waren es bloß. Ja, genau, verzeihen wir weiter, jetzt wird es gleich wieder ruhiger, glaube ich. Okay. Naja, auf jeden Fall war das Spiel schon gewonnen. Ich habe irgendwie drei Skulanen in seiner Base, Veteranen und nur Kriegswegen und so weiter. Und er hat nur, es kämen gerade nur 9 Mannschuss aus. Er hat sonst nichts am Feld. Er meinte, okay, rechtsklick ich einfach. Ja. Da die haben wir dann alle Ulanen tot ohne Grund. Ach, krass. Also, was die Dinger aufrangen sind, ist nicht von der Base. Ne? White Zetsu tatsächlich. Aber so gut. Also der Falk-Switch ist geil. Weil Falk ist was ziemlich stark in Chinesen ist. Alter. Also haben jetzt beide irgendwie echt beide gute Entscheidungen getroffen. Ja. Ich meine, die fliegenden Krähen haben weniger. Look at chat, Streamer, Chat. Frontenläufer möchte irgendwas wichtig sagen, streamer, oder was? Look at chat. Ja, dann soll er es halt sagen. Er möchte unbedingt Verbesserungsvorschläge. Schau dir das Video an, okay? Schau dir das Video an. Oh Mann, es ging an einigen versuchen, die Falks zu snipen. Okay, das funktioniert eher so häufig. Ja. Aber sie snipen vor allem jetzt die Hunde und das ist natürlich schon fett, ja. Ja, und die fliegenden Krähen haben aber. Die fliegenden Krähen haben eigentlich weniger Reichweite für die fliegenden Krähen. Also sie könnten die raus snipen. Also die fliegenden Krähen haben weniger Reichweite. Die fliegenden Krähen snipen wie die Verrückten da. Ja, weil er den Abstand nicht gehalten hat. Und der Kampf ist so gut für White Zetsu. Alter. Er cleant alles. Ja, und der Score sagt das auch. Und da gehen Siedler drauf und alles geht drauf. Waren da Doppelsöldner mit drin oder wie? Ja, ich glaube, da waren Doppel. Da stehen ja sogar noch Meteorhelme und eiserne Flieger auf der Seite und schauen zu. Brauchen sie gar nicht. Also das war perfektes Positioning. Wir haben Mannschuss auf die Hus, wir haben fliegende Krähen auf die Falkonette. Irgend böllert einfach eine starker Kampf von White Zetsu. Sauber. Ja, das ist durch, da die Song. Da kommt das GG, die rote Welle. Ja. Ja, sauber. Also von beide waren echt
richtig schöne, beeindruckende Spielzüge dabei. Es war, also, war jetzt ein Hin und Her, war zwischendrin, habe ich mir gedacht, ah, jetzt ist der eine fand, dann ist der andere wieder fand. War echt ein richtig schönes Spiel. Toll. Also, habe ich enjoyed. waren beide coole Spiele da jetzt von den zwei. Mega. Mhm. War jetzt zu 2-0. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, so, Janosch hat eigentlich an beide Spiele echt solide abgeliefert, aber. Ja. Oder ein bisschen Pech hat er auch gehabt. Nicht gereicht. Im ersten hat er. An was im zweiten jetzt gescheitert ist. Also, ich finde, Janosch hat das irgendwie gar nicht schlecht gemacht im zweiten. Also. Es war dann, glaube ich, einfach doch. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Matchup kacke ist für Briten. Schon, der Deathball am Schluss einfach, weil halt, wie gesagt, du hast quasi. Ja, da stehen Tops auf einmal mit drin, die du gar nicht siehst und hauen eine und die Manchus und. Ja. Ich glaube, dass das einfach. Ja, das war einfach der Deathball am Schluss. Ja, voll. Krass, also. Aber das erste ist natürlich so. Also, das Janosch. Das war Wuid. Ah, ja. Aber gut, it is what it is.